ich jetzt machen werde, ist, ich werde mal auf der einen Seite dieses Evidenzgebäude über alle Fronten hinweg, also nicht nur die Cochrane-Ecke, sondern über das gesamte Gebäude hinweg beschreiben. Und wenn man sich mit Qualität beschäftigt, was da zwangsläufig ist, wird man automatisch zum Fake-Experten. Und so werde ich zum Schluss rausgehen aus diesem Vortrag. Ja, also deswegen, ich habe das hier nochmal kurz skizziert. Und ich fange mal an mit der Frage, warum machen wir das Ganze überhaupt? Also ich bin ungefähr Mitte der 90er Jahre in dieses Cochrane-Geschäft reingekommen, aber ich habe im Studium angefangen, schon Dosis-Wirkungsbeziehungen für Tierversuche zu machen, als Mathematiker, also sehr ungewöhnlich, und bin seitdem nur in der Medizin gewesen. Und der Treibsatz war eigentlich immer, wie optimiert man die Entscheidungsgrundlagen diagnostischer oder therapeutischer Art, eben hier heißt der Neumann, seit 10 Jahren ungefähr, und wie kriege ich das hin? Und da sind wir gegenwärtig in einer extrem schwierigen Situation. Eigentlich könnte ich losgehen und die Informationen von den Patienten, die so ähnlich konditioniert sind in der ähnlichen Situation, die Informationen einzusammeln. Das würde auch technisch heute schon fast gehen. In manchen Ländern wie Finnland wird das auch gemacht. In kleinen Ländern, die homogen sind, in einem entsprechenden System. Aber global wäre das natürlich völliger Wahnsinn. Und deswegen hat man über die letzten 80 Jahre ungefähr dieses System von Studien und die zusammenzuführen aufgebaut. Und ich weiß nicht, ob Sie alle wissen, was eine randomisierte Studie ist. In einem Satz gesagt, ich habe 2 Gruppen, die werden mit A oder mit B behandelt, was Neues, was Altes. Und dann ist es entscheidend dabei, bei diesen anspruchsvollen Studien, dass das nicht der Arzt sagt, wer was bekommt, sondern der Computer oder irgendein Randomisierungsprogramm. Und das hat sich völlig etabliert, läuft jetzt so. Und das Denken dahinter ist dieses Counterfactual Thinking. Also was wäre, wenn ich nicht A, sondern B mache? Und das ist sozusagen die gedankliche Grundlage. Und das Riesenproblem, die Herausforderung, und die zieht sich durch die gesamte Diskussion, ist, dass wir was benutzen, was wir aus Gruppen ableiten, um es dann auf ein Individuum anzuwenden. Und die Anwendung ans Individuum von Wahrscheinlichkeiten, die ist auch eine psychologische Herausforderung. Also wie kann ich da Sicherheit vermitteln? Und sind wir jetzt gerade in einer neuen Situation, Big Data, künstliche Intelligenz und alles, was hinten dran hängt, da komme ich dann ungefähr der Hälfte des Vortrags hin, und dann stößt man sofort auf ein Problem, das ist schon 1957, sehen Sie hier, von Bellman formuliert worden, der Fluch der Dimensionen. Und Sie sehen, dass Sie jetzt heute auch schon in Wikipedia finden, dass das untrennbar mit maschinellem Lernen verbunden ist. Und da werde ich nachher auch nochmal kurz drauf schauen. Und was jetzt versucht wird, ist sozusagen aus dieser gruppenbezogenen Anwendungssituation rüberzugehen, sich rüber zu retten auf wirklich was Personalisiertes. Und dann sehen Sie die Versprechung, dass der Zufall sozusagen ausgehaucht hat und wir jetzt genau wissen, was wir tun. Und ich sage jetzt schon mal, das wird zum Schluss nicht mehr so dastehen am Ende dieses Vortrags. Aus der Vogelperspektive nochmal dieser Blick auf die Situation oberhalb der roten Linie, Generierung von Evidenz, unterhalb die Abnehmergruppen, klassisch die behandelnden Ärzte und Ärztinnen, aber auch alles drumherum im System natürlich. Und eigentlich ein Riesenfragezeichen, wir wissen an vielen Stellen immer noch nicht, wie dieses Wissen von oben eigentlich nach unten reinkommt und installiert wird. Was wir leider sehr genau wissen, ist, dass 50% von dem, was oben als Studie begonnen wird, nie unten ankommt. Nie, auch heute noch nicht, obwohl wir seit 30, 40 Jahren wissen, dass es so ist. Ja, völliges Systemversagen, auf das ich auch noch zurückkommen werde. Und um auch nochmal zu sehen, was gegenwärtig versucht wird, in wenigen Jahren hinzukriegen, diese Entwicklung, die Randomisierung wurde sauber aufgeschrieben 1935 und das Ganze ist dann immer so in Dekaden weitergegangen und die evidenzbasierte Medizin wurde begonnen, nicht in Oxford, was die meisten denken, sondern in Kanada, an der McMaster-Universität in Hamilton, mitten in Kanada, 1968. Und dann geht es so in Dekaden weiter und wie üblich hinken wir ein bisschen hinterher und sind dann immer so 5 bis 10 Jahre hinten dran, jetzt aber eben auch gut aufgestellt, ohne mich. Und wenn man nochmal drauf schaut, was da eigentlich passiert, Big Data, wir haben gegenwärtig leicht findbar ungefähr 30.000 neue Studien pro Jahr. Wir wissen, dass 50% nicht sichtbar sind, also das Doppelte sind 60.000. Und von dem, was wir sehen, wird ein Teil nicht gefunden, aber viel dramatischer von dem, was gefunden wird, ist das Größte nicht verwertbar, weil die Qualität so schlecht ist. Und dann landen Sie bei dem, was da unten als Forest Plot aufgezeichnet ist, und das habe ich hier nochmal groß gemacht, ohne dass ich darauf eingehe, aber Sie sehen es hier unten, das ist
kein Betriebsunfall, die Heterogenität, sondern das ist das normale Studiengeschehen, wo sie über 20 Jahre 36.000 Patienten in Studien haben. Und das Ergebnis ist hier unten dieser Punkt, die Meta-Analyse, die ist deutlich entfernt von der neutralen Linie, von der 1 und damit ganz klar ein Hinweis auf Vorteil, Favors Treatment. Und das ist eigentlich die Technik, von diesen Bildern finden Sie jetzt Tausende, wahrscheinlich Zehntausende, die die Entscheidungsgrundlage sind dafür, wie es dann weitergeht. Und im System, auch weltweit, inzwischen völlig etabliert, haben wir jetzt eigentlich drei Achsen. Links sehen Sie HTA, Health Technology Assessment, in Deutschland, aber auch in anderen Systemen, die Frage der Erstattungsfähigkeit durch die Krankenkassen, Krankenversicherungen. In der Mitte Bedside, niedergelassenen Bereich oder Kliniken und rechts Patienteninformationen. Und die zu harmonisieren mit dieser Technik, die die einzelnen Studien überführt, als Grundlage für diese Entscheidungsgrundlage, das ist sozusagen die Basis der Evidenzbasierung. Und das funktioniert einigermaßen, aber auch mit riesen Fehlern natürlich. Und der riesigste Fehler dabei ist, dass die 50% oben verschwinden. Das heißt, alles, was danach gemacht wird, ist nicht reparabel in der Schieflage, weil die verschwundenen extrem ergebnisabhängig sind. Was mir gefällt, kommt mit erhöhter Geschwindigkeit unten an. Und was mir nicht gefällt, geht mit langsamer Geschwindigkeit zur Seite raus. Massiv. Und wenn man das zusammenfasst, jetzt aus Qualitätsaspekten, dann kommt man dahin, was man auf den Webseiten jeder medizinischen Fakultät findet, eine Liste von dem, was wir heute in der orthodoxen Studienkultur als Qualität bezeichnen. Da sehen Sie in der Mitte zum Beispiel diese Good Scientific Practice im Englischen, die Ethik ganz stark, Qualität und worauf ich auch zurückkomme, Risk of Bias. Was Sie aber auch sehen, ist die Krise der Wissenschaft. Also wir haben gegenwärtig enorme Transparenz- und Integritätsprobleme und gerade die Krise der Wissenschaft wird immer wieder festgemacht an der Reproduzierbarkeit von spektakulären Ergebnissen. Und das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Und das Ganze ist inkrementeller Fortschritt, Wissenschaftsbetrieb. Und wenn ich das jetzt mal, jetzt wird es ein bisschen revolutionärer, zusammenfasse, dann sieht man, dass wir in der Welt sind von dem, was ich gerade beschrieben habe, diese vergleichenden, randomisierten Studien, dann in einer Konfrontation, solange ich zurückdenken kann, Real-World-Data. Was soll der ganze Aufwand? Lass uns doch einfach angucken, was wir haben. Wir haben doch so viele Daten. Da habe ich doch rechts daneben geschrieben, weiche Methodik. Und dann kommt man, und das ist sozusagen jetzt früher die Konfrontation zwischen der ganz orthodoxen Welt und den Real-World-Data. Real-World-Data sind jetzt gesandwiched, die haben noch einen Feind hinter sich. Jetzt wird das alles völlig aufgeweicht und wir haben Big-Data. Und da habe ich schon mal dazu geschrieben, methodenfreie Zone. Wenn Sie das im Zusammenhang sehen wollen, das habe ich vergessen zu sagen, ich mache allen die Folien frei zugänglich. Ich weiß nicht, wie das vom Veranstalter aussieht, ob Sie es machen können, sonst schreiben Sie mir eine E-Mail. Und das ist da nochmal in der Stunde zusammenfassend dargestellt. Und wenn man jetzt ein weitergeht und man landet zwangsläufig da, es sei denn, man verschließt die Augen und Ohren, dann ist man in der dritten Ebene und dann ist man bei Fake Science. Und dann wird es anstrengend. Und da haben wir letztlich zwei Etagen. Einmal guter Glaube, da können Sie Impfgegner, Homöopathie und so weiter alles da reintun, wo Leute davon überzeugt sind, dass sie richtig sind, auch wenn ich sagen würde, dass sie objektiv falsch sind. Und drunter kommt aber jetzt eine kriminelle Cybercrime-Ebene, zum Beispiel, wo Sie jetzt anfangen können mit Robots, Patientendaten, die nicht schützbar sind, wie wir heute Morgen gehört haben, systematisch zu verfälschen. Und das haben wir heute Morgen von Herrn Czesik gehört, dass es nicht darum nur geht, diese Vertraulichkeit und die Daten nicht sich stehlen zu lassen, sondern sie auch zu schützen, damit sie nicht beschädigt werden. Und das ist hier die nächste Ebene. Und ich zeige Ihnen nochmal ein Beispiel, was auch völlig untergeht und nicht im Zusammenhang gesehen wird. Eine Fehlentwicklung durch die Digitalisierung, und das ist eine ganz entscheidende Schnittstelle, ist die Publikation. Und da haben Sie vielleicht schon mal das Schlagwort Räuberzeitschriften gehört. Gibt es ungefähr seit 7, 8, 9 Jahren. Ich habe da oben drüber geschrieben, früher konnte der Arme nicht lesen, jetzt kann der Arme nicht schreiben. Und rechts sehen Sie das Wachstum. Das sind Zeitschriften, das sind teilweise Ein-Personen-Betriebe, die eine täuschend echte Website machen. Da schicken Sie dann eine Publikation hin als Word-File. Die wird 4 Wochen zur Seite gelegt, nicht angefasst. Angeblich läuft da der Peer-Review. Dann wird ein PDF draus gemacht und wird rausgehauen. Und es ist selbst für Fachleute nicht so einfach, das zu erkennen. Und wie groß das Problem ist, sieht man zum Beispiel daran. Man denkt ja erstmal, naja, dann sollen die doch in Indien und in der Türkei das machen, was kratzt uns das? Das war die Aktion vom NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung letzten Sommer, wo 5000 deutsche Wissenschaftler namentlich erfasst wurden, die
genau dort publiziert haben. Und das ist dann natürlich nicht mehr so ganz harmlos. Und wenn man dann weiterschaut, sieht man hier, das ist eine sehr, sehr gut funktionierende Einrichtung, die FTC, Federal Trade Commission, die hat gerade den größten Konzern davon, Omix Indien, verknackt zu 50 Millionen. Omix allein hat 900 dieser gefakten Zeitschriften. Und diese gefakten Zeitschriften, die lassen sich als Ein-Personen-Betrieb fahren oder zwei Personen. Ja, und das zerstört gegenwärtig eine Schlüsselstelle in der Wissenschaft, nämlich genau den Publikationsprozess. Und da sieht man, dass hier ganze Länder beklagen, dass sie sozusagen aufgespießt werden. Taiwan war jetzt, alles was ich Ihnen zeige, ist alles aus den letzten beiden Jahren. Übrigens sehen Sie hier, April dieses Jahres, ja, Taiwan beklagt, dass die eigenen Universitäten dem zum Opfer fallen. Das schon mal vorweg, weil wir ja immer damit gefüttert werden, dass alles, was sich gerade entwickelt, nur positiv ist. Wir haben massivste Schäden, die nur damit ermöglicht wurden. Auf dem Papier würde das nie so möglich sein. Und wenn man jetzt noch ein weitergeht, und deswegen habe ich gesagt, ich bin inzwischen Fake-Experte, dann nehmen Sie die beiden Sachen zusammen. Es gibt inzwischen auch Fake-Conferences, zwei sehr schöne Filme, ein im WDR zum Beispiel, 45 Minuten, wo vor Ort gefilmt wurde, was da passiert. Es ist unglaublich, wenn Sie es sehen, Sie werden nicht glauben, dass das der Film nicht gefaked ist. Ja, Fake Science. Gut, also, Schlüsselstelle und gerade in der patientenorientierten Forschung ist zwischen Patienten, die die Daten liefern, und den Patienten, auf die sie angewendet werden. Und das ist ein Kreisprozess. Da sehen Sie hier linke Spalte, Cochrane klassisch über die Literatur. In der nächsten Spalte die Individualdatensynthese. Dort werden die Studien ausgepackt, dauert 3 Jahre, extrem aufwendig. Und die rechten beiden Spalten, die gehen nur bei Arzneimitteln, das sind die Originaldaten über die Behörden oder die Studienberichte. Und die beiden bekanntesten Beispiele dabei, in der zweiten Spalte Tamoxifen nach Brustkrebs zum Beispiel, da ist das so gemacht worden. Und das große Wissen über die Nachbehandlung von Brustkrebs, die kommt aus diesen Arbeiten. Und die rechte Spalte ist Tamiflu. Ja, auch ein ganz bekanntes Beispiel. Und da ist man völlig weggegangen, innerhalb von Cochrane, von der völlig korrumpierten Literaturschiene, gerade bei dem Fach, hin und hat nur noch die Studienberichte von den Behörden genommen. Und die Frage, das war vorhin auch in einem Workshop, die Frage ist ganz entscheidend, sowohl im Arzt-Patienten-Verhältnis wie auch hier in diesem Wissenschaftsprozess, wem kann ich eigentlich noch trauen? Die Frage ist nicht neu, das haben wir auch vor 30 Jahren gefragt, aber das Ganze ist jetzt doch wesentlich dramatisch rasanter geworden. Und kurzer Blick nochmal, bevor ich dann in die Endstufe gehe, auf die einfacheren Quellen. Ich nehme einfach das, was ich an Daten habe. Und da ist die Forderung, Real-World-Data sind es einfach. Und dazu zeige ich Ihnen nur eine Publikation aus dem Ärzteblatt über Register. Wir sind sozusagen gegenwärtig in einer Art von Registerinfektion. Ja, also der Innovationsfonds zum Beispiel ist gepflastert mit Registern. Und da sind genau diese ganzen methodischen Aufweichungen, ohne dass ich da jetzt groß drauf eingehen kann, aber die Arbeit lohnt sich zu lesen. Und da wird auch erwähnt, warum einige Sachen besser sind in Skandinavien als bei uns. Auch als Begründung. Und die Messlatte dabei ist immer einer der beiden zentralen Fehler. Wir haben zwei Fehler. Einmal systematisch und einmal statistisch. Das Ganze schlackert, das haben wir vorhin bei dem Forest Plot gesehen. Aber systematisch kann ich auch richtig präzise an der Wahrheit vorbeizielen. Und das ist der wichtigere Fehler. Und deswegen ist die Bewertung nach Risk of Bias orientiert. Zum Beispiel jetzt hier an einer ganz einfachen Grafik. Das war die erste Darstellung dieser Art 96. Von randomisierten, kontrollierten Studien bis hin zu einem nicht transparenten Experten. Diese Hierarchie, die ist nur orientiert an der Anfälligkeit für systematische Fehler. Ja, entstanden in den 70er Jahren, 80er Jahren. Und das muss man nur im Kopf haben. Das ist alles nicht irgendwie jetzt sozusagen Standesdünkel von den Leuten, die die Studienformen oben machen und das durch Machtpolitik nach oben geschafft haben, sondern das hat ein sehr handfestes methodisches Gerüst. Und aufgeschrieben findet man das auch alles. Aber dann ist man wieder in Deutschland erstmal schlecht beraten, wenn man das gar nicht weiß, an der University of Bristol. Und da sehen Sie hier zum Beispiel Bias in Non-Randomized Studies. Das ganze Gebäude finden Sie da sauber. Also wenn Sie solche Studien machen oder mal lesen müssen, um zu beurteilen, ob es berücksichtigt worden ist, dann schauen Sie da rein. Gut, so, und jetzt kommen wir zur Lösung der Probleme. Das eben war alles von vorgestern. Ganz egal, wo Sie anfangen, Digitalisierung oder Big Data, Sie kommen nie aus der Falle, dass Sie diese Kette, die ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, zusammen diskutieren müssen. Ja?
Und da sehen Sie schon oben, das ist übergeordnet, aber dann haben Sie Maschinen der neuronalen Netze in der Medizin. Personalisierte Medizin ist dann die Anwendung. Und wenn Sie das mal durchgehen, stellen Sie sehr schnell fest, dass nichts davon sauber definiert ist. Nichts. Ja? Fragen Sie mal jemanden, ob er Ihnen erklären kann, was künstliche Intelligenz ist. Ja? Er wird sofort die Segel streichen oder Ihnen was erzählen, was nicht stimmt. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, und dann kommen die ersten Leute geschockt daher, künstliche Dummheit. Auch völlig klar, wenn ich was neu mache, Innovation, dann muss ich gucken, was da passiert. Und dann kann es auch richtig schief gehen. Und wenn ich Intelligenz verkaufe und es geht schief, dann ist es gerade das Gegenteil. Big Data ist der einfachste Zugang, deswegen gehe ich mal den Weg, weil der so plastisch ist. Und da gibt es ein Buch, was mitverantwortlich ist für eine enorme Fehlentwicklung. 2013 rausgekommen, ja, die Revolution, die unser Leben verändern wird. Da sehen Sie schon, dass das nicht gerade zurückhaltend formuliert ist. Dieses Buch ist geschrieben vom ersten Autor, einem Journalisten, und vom Zweitautor, einem Juristen, ein Österreicher, der jetzt in Oxford eine Professur hat seit einiger Zeit. Und das klingt jetzt ganz böse, aber ich werde sowieso ein bisschen böser. Dieses Buch ist ein guter Beleg dafür, dass man nicht unbedingt verstehen muss, was in einem Buch steht, um damit Erfolg zu haben. Ja, das ist jetzt in 20 Sprachen übersetzt und ist die Basis dafür, was danach passiert ist. Historisch gesehen kann man nochmal von dem Zeitpunkt oder von jetzt 10 Jahre zurückgehen. Und da sehen Sie diese Arbeit von Chris Anderson in dem Wired Magazine. Und ich habe das mal übersetzt. Da ist die Theorie ausgeschaltet worden in dieser Arbeit. Und das war provokativ gemeint. Also jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Einfach darüber, dass ich genug Daten habe und dann der Rest automatisch geht. Und das ist erstmal, finde ich, gefühlsmäßig sehr plausibel. Und ich habe immer sehr damit zu kämpfen, zu erklären, warum das nicht stimmt, was ich jetzt auch gleich versuchen werde. Aber das löst natürlich viele Probleme und hat aber auch Folgen, die wir gleich sehen werden. In NZZ ist das dann irgendwann später nochmal verarbeitet worden als Wissenschaft im Größenwahn, auch sehr lesenswert. Definition. Ich habe gesagt, es ist nichts definiert. Big Data ist definiert als erstmal mit den 3 Vs. Es muss alles möglichst groß sein, schnell sein und verschieden sein. Also Heterogenität ist ein Kennzeichen von Big Data. Und da unten sehen Sie, was alles an einem Schlag ohne große Anstrengung ausgewertet werden kann. Über Fotos, MP3-Dateien, Internettelefonie und so weiter und so fort. Intelligente Geräte, Internet of Things, das geht alles mal so. Wie steht nicht dabei. Und dann gibt es Texte dazu, ohne dass ich jetzt auf die Details eingehe, sehen Sie hier einen, 2013. Also da ging das gerade so hoch. Da sehen Sie neue Technologie, was da alles versprochen wird. Ein paar Sachen da rausgezogen. Wir haben dann keine reaktive, sondern eine präventive und personalisierte Medizin. Das Ganze wird, sehen Sie unten, fett gedruckt, laut McKinsey 222 Milliarden oder 250 Milliarden Ersparnis pro Jahr bringen. Es steht nirgendwo, wie die Zahlen ermittelt wurden. Das sind ungefähr 2,5 Seiten diese Arbeit. Was völlig fehlt, was mit keinem Wort vorkommt, ist die Ergebnisqualität und der klinische und medizinische Bezug. Das Ganze ist mehr oder weniger als Wirtschaftsprogramm, wo der medizinische Fortschritt als Abfallprodukt mitgeneriert wird, dort dargestellt. Und jetzt könnte ich, wenn ich Zeit hätte, fragen, ob Sie wissen, wo das publiziert wurde, aber ich sage es Ihnen so, das war die Expertise für den Deutschen Bundestag. 2013. Ja, und das ist inhaltlich hart an der Schmerzgrenze, und wenn Sie noch genauer hingucken, wird es noch schwieriger. Dann sehen Sie zum Beispiel, dass hier schon ein neues wissenschaftliches Weltbild verkündet wird, dass kausale Zusammenhänge so erkannt werden können. Und dann sehen Sie unten 3 schlappe Literaturzitate. Ein Datenschützer muss natürlich dabei sein, unsere beiden Freunde von dem Big Data Buch. Und natürlich noch 1 weiteres. Und jetzt wird es noch dramatischer. Da würde man denken, das hätten irgendwie Methodiker geschrieben, damit es nicht zu schwierig wird. Ja, Sie haben ja vorhin in der Ankündigung schon gesagt, dass ich auch verständlich schreibe. Das hat man hier noch einfacher gemacht und das an die Redaktion Kultur, Medien und Sport gegeben. Und so ist auch der intellektuelle Tiefgang von dem Ding. Gut. Rausgezogen aus dem Hype die Mantras. Hype, das Wort ist jetzt sozusagen für die nächsten Minuten durchgängig da. Was Medizinstudenten alle zu Anfang lernen, ist, dass aus dem Rückgang der Storchenpopulation und dem Rückgang der Geburtenziffern nicht gefolgert werden kann, dass die Störche die Babys bringen. Das wird hier ausgeknipst. Ja?
Daten schaffen Kausalität. Und ich werde Ihnen gleich zeigen, wie schön das schief gehen kann. N gleich all. Kommt in dem Buch über 20 Mal vor. Und klar, wenn ich Daten brauche und für alles Lösungen will, muss ich die Barrieren einreißen. Ich muss Zugang zu Daten verschaffen. Und das wird da auch vorgeschlagen. Und zwar muss die Verantwortlichkeit vom Besitzer zum Nutzer gehen. Und Vertrauen kann man haben, wie wir ja aus allen Zusammenhängen wissen, der wird sich schon richtig verhalten. Beispiel Facebook. Aufgabe der Eckpfeiler von Wissenschaftlichkeit, also die Reproduzierbarkeit, ist auch ein Riesenproblem. Und was wir auch sehen, die Medizin kommt praktisch nicht mehr vor, begrifflich. Also wenn man mal den Blick dafür geschärft hat, sieht man das. Und die großen Widersprüche da drin sind einmal, und das ist auch das Unterscheidungsmerkmal, dass Big Data mit künstlicher Intelligenz als unstrukturierter riesiger Haufen leicht analysiert werden kann. Das ist der markante Unterschied, der aber nur selten so deutlich formuliert wird. Und das Problem der Reproduzierbarkeit ist hier ausgeknipst worden, indem man gesagt hat, das Datenwachstum ist so rasant, wir können nie zurück. Technisch nicht möglich. Und damit hat man natürlich ein Hauptproblem gelöst. Man muss sich nie groß Gedanken machen, ob das, was man gestern gesagt hat, eigentlich wirklich richtig ist. Und wenn man nach Beweisen guckt, also wir haben mal in einem Vortrag gehört, zum Beispiel das Beispiel Dermatologie ist immer sehr beliebt, aber wenn Sie mal genau hingucken, sind eigentlich die spektakulären Beispiele so langsam hochgearbeitet, von einfachen Schachspiel bis hin zum Pokern jetzt, wo man auch das Gesicht verziehen muss und nicht erkannt werden darf, was man denkt. Und die medizinischen Beispiele sind teilweise, die spektakulären, dramatisch eingebrochen. Da war einmal damals die Grippevorhersage über die Klicks, die Ausbreitung der Epidemie. Geradezu zynisch ist das Beispiel, dass Steve Jobs, der am Pankreaskarzinom gestorben ist, sein Leben verlängert hat durch seine Gensequenzierung. Das ist zumindest unbelegt, aber ich glaube, es aus meiner Sicht ist eine zynische Lüge. Und ansonsten haben Sie anekdotische Beispiele, also zum Beispiel in der Dermatologie, aber keine Gesamtschau. Was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, ganz zu Anfang, eine Studie ist weitgehend bedeutungslos, weil Sie immer mehrere haben. Dieser Publication Bias von 50%, der ist in dieser Welt wahrscheinlich dramatisch höher, weil alle Welt mit den Daten rumspielt. Und wenn Sie dann irgendwo sehen, da entwickelt sich was, wo was sichtbar wird, dann geht man weiter. Und der Rest verschwindet sang- und klanglos. Und das ist hier wahrscheinlich der Fall, aber darüber gibt es auch keine zusammenfassenden Aussagen. Der Treibsatz, und da funktioniert es ja auch, ist GAFAM, die fünf großen Bösen, plus IBM. Ja? Das sind die Vorhersagen für Kaufverhalten, dass Sie zum Beispiel schon an der Kasse die Empfehlung für die passende Krawatte kriegen, wenn Sie gerade mit dem Hemd dort mit der Kreditkarte bezahlen. Das geht natürlich dann auch in Echtzeit und ist günstig. Und last not least, die Behauptung, ich weiß nicht, ob Sie das Buch The Circle kennen, dass das Leben besser gemacht wird. Also ein unglaublicher moralischer Druck, der da aufgebaut wird. Und in dem Buch sieht man dann auch sehr gut, wie das Mädel dann dort reingezogen wird in diese Mechanismen. Also die Schaffung von Abhängigkeiten ist zum Beispiel in dem Bereich gerade das Gegenteil, was heute Morgen teilweise thematisiert wurde, dass diese Techniken zum Beispiel mehr Zeit schaffen. Und ein erster Artikel, auch frei zugänglich, habe ich 2015 geschrieben. Das war gerade der Peak und da steht eigentlich schon alles drin. Und seitdem geht es, also wie soll man sagen, der Toss marschiert weiter. Und das gibt so Parallelwelten. Und da sehen Sie unten links einen Artikel zur Kausalität und dann rechts noch ein paar andere. Also das finden Sie alles leicht. Und jetzt kommt der schwierigste Teil des Vortrags. Das Ganze basiert ja darauf, auf diesem Mantra, ich habe mehr Daten, also habe ich mehr Wissen und alles wird erstens genauer und zweitens leichter. Und das ist dramatisch falsch. Und das versuche ich jetzt mal, auch wenn ich mir da gleich wahrscheinlich wieder irgendwas abbrechen werde, trotzdem zu erklären. Der erste Autor, Meng, also Meng und Chidis Paper, der war 4,5 Jahre mit der Dekan der Graduate School of Arts and Science in Harvard. Und die Arbeit ist 30 Seiten völlig unleserlich, auch für einen normalen Naturwissenschaftler. Ich kann die auch nur auf Plausibilität lesen. Aber Sie sehen die Aussagen unten erstmal in der Überschrift. Ich habe mehr Daten, das Modell wird feiner, aber das, was ich schätzen will, also Wissen haben will, wird schlechter. Und da fragt er sich, bin ich denn blöd? Und die Antwort ist, erstmal die Erklärung, was heißt eigentlich Information? Und einer der kolossalen Fehler, der sich doch alles durchzieht, ist, Daten sind nicht Informationen. Also auch wenn die Kanzlerin sagt, Daten sind das Öl des nächsten Jahrhunderts, dann sind sie das nur im Rohölstadium und kein Mensch würde sich Rohöl in den Tank des Autos kippen.
Man muss noch viel damit machen und das kann richtig gut schief gehen. Und das sehen Sie an der zweiten Aussage da unten. Sind zusätzliche richtige Daten immer hilfreich? Und die Antwort ist ganz klar nein. Also Sie kennen Situationen, die sind nicht so exotisch, wie das hier vielleicht klingen mag. Sie haben eine Situation, die beschreiben Sie völlig richtig und dann kriegen Sie aus dem gleichen Umfeld mehr Daten dazu und was Sie eigentlich machen, ist, Sie schmeißen Nebelkerzen. Die Arbeit gab es jetzt im letzten Jahr nochmal oben drauf, da sehen Sie rechts die Römisch 1 und da sehen Sie jetzt schon im Titel das Wort Paradox. Und dann wird es wirklich schwierig, theoretisch, und die ist genauso schwierig zu lesen. Und er erklärt zum Beispiel, wieso die Wahlvorhersage für Trump so völlig schief ging. Ja? Kann ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht erklären. Sie sehen unten, das ist von der McGill-Universität, da von der Ethik, das Paradoxon der Präzisionsmedizin. Also Sie kommen dann in theoretisch begründbare und beweisbare Schieflagen nur über die Datenmenge. Und Sie sehen, Sie haben eben gesehen, ich habe da unten manchmal die Zitate zugeschrieben, Nature Reviews, also das war alles höchstrangig publiziert. Und noch ein großer Name dabei ist Taleb. Taleb hat das Buch geschrieben, Der schwarze Schwan. Das ist ein Libanese. Und der hat jetzt, nachdem er viel Zeit mit Risikopapieren an der Börse verbracht hat, dann eine Risikoprofessur in New York. Und da sehen Sie einmal Beware the Big Errors of Big Data. Und da sehen Sie oben eine Kurve und da sieht man, was dann passiert. Sie haben da 2500 Variablen, also wirklich Big Data. Und dann haben Sie zwischen diesen Big Data über 100.000 Korrelationen, die alle hochpoppen können. Und die tun es auch. Ja? Dann kommen Ihnen Artefakte hoch. Und ich zeige gleich mal ein Beispiel dafür. Da sehen Sie unten den Begriff, unten links, Spurious Correlations. Das sind diese sinnfreien, fehlerhaften Korrelationen. Und da gibt es Beispiele. Eins zeige ich Ihnen gleich. Unten nochmal ein Erklärungsversuch. Wenn Sie es falsch machen, schaffen Sie nichts, außer dass Sie in dem Heuhaufen, wo Sie suchen, das Heu, die Heumenge vergrößern. Das ist so ein plastisches Beispiel, wie man es verstehen kann, wenn man gutwillig ist. Es gibt ein ganzes Buch über diese, naja, eigentlich sind es Fake Correlations. Und unten rechts das Beispiel ist aber besonders nett, der Pro-Kopf-Käseverbrauch in den USA. Einerseits ist die eine Kurve und die andere ist die Anzahl der Personen, die sich im eigenen Bettlaken erdrosselt haben. Und dann kommt dann meistens der Einwand, naja, das ist eine Scheinkorrelation. Ist es nicht. Das ist eine numerische Korrelation. Aber sinnfrei. Und das große Problem ist, wenn Sie da jetzt draufgehen mit künstlicher Intelligenz, kann die Maschine das nicht entdecken, weil sie keinen Referenzpunkt hat. Sie müssten der Maschine vorher sagen, das ist Schwachsinn, damit der Lerndatensatz an der Stelle richtig weiterwachsen kann. Und das ist natürlich unlösbar, das Problem, weil Sie unendlich viel Schwachsinn auf dieser Welt haben. Sie müssten den gesamten Schwachsinn vorher einhacken, damit die Maschine einen Referenzpunkt hat, wo sie dann vernünftig weiterlaufen kann. Und das Problem ist unlösbar, aber es wird auch nicht thematisiert. Deswegen ist es kein Problem. Und einfach zusammengefasst, wir kommen nicht weg, auch wenn es dauernd in der Werbung so drinsteht. Komplexe Systeme sind nun mal leider komplex. Und wenn man das nicht unter Kontrolle hat, dann zündet man ein Feuerwerk von Falschpositiven. Und da gibt es immer im Englischen sozusagen salonfähige Begriffe, dieser Bullshit Generator. Dazu habe ich sogar einen Stempel zu Hause, der von den Engländern bezahlt worden ist. Ja, dieses Signal und Rauschen sozusagen, das nicht sauber zu trennen, was extrem anspruchsvoll ist, führt genau dazu. Und dann sagt man, naja, das war vor 5 Jahren, das haben doch alle jetzt gelernt. Gut, ich könnte jetzt eine halbe Stunde nur Beispiele bringen, dass man es nicht gelernt hat. Ich nehme nur eins raus, Deutsche Krebsgesellschaft, Beginn dieses Jahres. Da sehen Sie hier eine schöne, bunte Broschüre, viele Daten, große Chancen. Richtigerweise würde man dazu schreiben, viele Daten, große Chancen oder große Risiken. Aber das ist praktisch nie dabei. Und dann sehen Sie oben rechts bei den unterstrichenen Formulierungen, Methoden der künstlichen Intelligenz, wird nach Mustern oder Korrelationen gesucht. Und da wird genau das empfohlen, von dem ich eben gezeigt habe, dass es so genau richtig bösartig schiefgehen kann. Und das kann ich Ihnen beliebig lange fortführen, diese Kette. Und die Treiber, und das ist eigentlich die bösartigste Folie, obwohl sie so unscheinbar ist. Die Treiber dabei sind auf der einen Seite Naivität. Also es werden Sachen verkündet von Leuten, die haben noch nie in ihrem Leben Programm geschrieben, Daten angefasst oder auch nachgedacht. Und dann kommt dazu ein Riesenhaufen Inkompetenz und über alle enorme Interessenkonflikte. Ja? Und zwar auch in der Wissenschaft, weil Milliardenbeträge in diese Ecke geschaufelt werden
und man sich natürlich von den Strömen nicht abschneiden will. Also man kann eigentlich nicht richtig kritisch sein und von den Förderern wird auch nicht gefördert eine kritische Auseinandersetzung damit. Und dann führt das dazu, zum Beispiel, sehen Sie, gute Publikation, Nature, End of One Trials. Die sind eigentlich entdeckt worden in den 80er Jahren als Studien für Chroniker, sozusagen, wenn sie Therapieoptimierung gemacht haben. Jetzt wird das Ganze modernisiert, mit Sensoren wird der arme Kerl da behängt und eigentlich ist es nichts anderes als eine unkontrollierte Fallserie, wenn ich die hier zusammensammle. Nicht mehr. Aber wenn es in Nature publiziert wird, wird das Auge gerne mal zugedrückt, außer von der TK. Die TK hat dann hier natürlich genau dieses Ding aufgegriffen. Daten von Fitness-Trackern sollten künftig in der elektronischen Patientenakte gesammelt und von den Kassen verwaltet werden. Wie die ausgewertet werden sollen und so weiter und so fort, war damals überhaupt nicht das Thema, sondern sie sollten sozusagen nur ein Vorgriff sein darauf, dass die GAFAM die Daten davon transportieren. Und das ist so der Geist, der sich auch in anderen Krankenkassen langsam ausbreitet. Und wenn man jetzt nach einem roten Faden sucht, warum das eigentlich funktioniert, ist es völlig einfach. Man schaut nur auf den Nutzen und vermeidet panikartig den Blick, den man eigentlich richtigerweise haben müsste. Technikfolgenabschätzung, völlig etabliert seit den 60er Jahren, entwickelt in den USA, Risiken, Schaden und Kosten. Und die sind praktisch weg. Und wenn man das jetzt zusammenzieht, dann sieht man auf der anderen Seite, wenn man diese Tabelle von vorhin fortführt, das ist jetzt harter wissenschaftlicher Tobak, dann sehen Sie zum Beispiel, als ist alles ungeplant, die Ethik ist praktisch verschwunden, der Qualitätsbegriff ist komplett verschwunden. Die Fehlerkultur ist verschwunden, weil die vielen Daten dazu führen, dass ich keine Fehler mehr machen kann, weil ich alles richtig mache, weil ich so viele Daten habe. Klingt übertrieben, ist so. Achten Sie mal drauf. Ja? Die Prinzipien der Modellbildung werden auch nicht mehr gelehrt. Und da, an der Stelle passiert es genau, wenn ich von den Daten zum Modell gehe, da passieren die schweren Fehler. Medizin ist klassisch immer Wahrscheinlichkeiten und Aktionen unter Unsicherheit. Taucht hier auch nicht mehr auf. Die klinischen Outcomes sind verschwunden. Und wenn man genau hinguckt, dann ist es tatsächlich inzwischen eine fast schon religiöse Verehrung von Daten. Und noch ein Wort, was ich als Modewort vorhin nicht dazu geschrieben habe, ist die Disruption. Und dann sind Sie beim Populismus und bei Trump, die auch tatsächlich in der untersten Ebene in die Wissenschaft eindringen. Und ich habe nochmal dazu geschrieben, ist das jetzt noch Methodik oder schon Ideologie? Und wenn man noch böser wird, dann sagt man, das ist eine neue Religion. Ja, es wird nicht mehr wissenschaftlich hinterfragt, wo eigentlich der Nutzen ist und wo diese drei Dimensionen eigentlich genau eingeschätzt werden. Die finden Sie dort nicht. Stattdessen sehen Sie die Ankündigung, Google entwickelt das neue Armband gegen Krebs, Computer gegen Krebs und dann sehen Sie unten, dass Amazon und auch Microsoft unser Gesundheitssystem revolutionieren will. Das geht auch deswegen, und das ist jetzt wieder eine etwas gemeine Folie, weil wir in der Politik Leute haben, die dem völlig hilflos gegenüberstehen. Und am meisten beeindruckt mich immer, und ich bin ja hier in Bayern, da kann ich es ja sagen, die Digitalministerin Bär, weil sie sozusagen in jedem Satz belegt, dass sie nicht versteht, worüber sie redet. Ja, das habe ich. Ich kriege immer in Bayern Standing Ovation. Das erste Mal habe ich noch gefragt, ob ich sagen darf. Da habe ich es gesagt und da war der Jubel unglaublich. Aber ich habe jetzt verstanden, warum. In Schleswig-Holstein kratzt das kein Menschen. Gut, über den FDP-Leiter-Vorsitzenden muss ich nichts sagen. Aber es ist diese Dauerberieselung, die tatsächlich dann auch diese Ideologisierung stützt. Und das ging dann, geht teilweise morgens los im Frühstücksfernsehen. Ja? Wo sie kurz nach wenigen Tagen schon sagte, dass das Erste, was sie machen will, jetzt die Fluchtaxis einführen. Gut. Jetzt ist die Frage, ist KI eigentlich wirklich intelligent? Es gab in der Süddeutschen neulich mal einen Artikel, da stand drüber, ich glaube, künstliche Intelligenz ist strunzdumm, war glaube ich da die Formulierung. Gut, den habe ich hier nicht extra abgebildet, aber dieses Buch ist auch ein Beleg dafür. Da sehen Sie unten die Bemerkung, er hat das Buch geschrieben aufgrund einer Empfehlung, dass ihm ein alter Lehrmeister gesagt hätte, wenn er was nicht versteht, soll er ein Buch drüber schreiben. Dann sagt er selbst, dass er von Mathematik, Statistik und Informatik wenig versteht und entsprechend ist das Buch auch völlig missglückt. Ja, also das ist wirklich so hart an der Schmerzgrenze. Aber philosophisch, wenn Sie mal überlegen, was es heißt, dass das Leben vorhersagbar ist, das hat ja tiefste Auswirkungen auf unser Leben. Das wird da gerade mal so im Nebensatz irgendwie in so einem Buch gedruckt. Und das ist zum großen Teil der gegenwärtige Zeitgeist. Und das habe ich neulich mal zum ersten Mal auf der Folie, so wie vorhin laut gesagt,
Da waren die Leute so geschockt, das war von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Veranstaltung. Das hat 5 Stunden gedauert, bis es eine Schlagzeile war in der Ärztezeitung. Und der Kontrahent, ohne dass es so angelegt war, das war der Chefberater des externen IT-Beratungsteams von Spahn. Und es war ein Frontalzusammenstoß und der wird sich in Kürze vielleicht wiederholen. Aktuell ist der schlagendste Beweis, dass es schief geht, Dr. Watson. Wer kennt den Verlauf von Dr. Watson? Das muss ich einmal kurz für meine Erfahrung wissen. Wer weiß das ungefähr? Erstaunlich wenig. Die sind 2011 von IBM angekündigt worden als der Arzt der Zukunft, der die Krebstherapie revolutionieren wird. Und ich gehe jetzt nicht auf alle Einzelheiten ein. Der ist dann, sehen Sie, auf der rechten Seite 2017 rausgeflogen in eine der größten und besten Krebskliniken der Welt, MD Anderson in Houston, nachdem die sage und schreibe 62 Millionen investiert hatten und dann gemerkt haben, dass die Ratschläge von Dr. Watson schlechter waren als die Humanratschläge. Und ein Geheimnis dabei, was dann so schleichend rauskam, ist, dass der dieses Selbstlernen nie auch in Ansatzweise konnte, sondern es gibt eine andere große Krebsklinik, Sloan Kettering in New York. Und die haben das gesamte Wissen, was drin war, eingehackt. Ja? Schichtarbeit von Wissenschaftlern, um das Wissen da reinzubringen. Und nach außen, das sehen Sie unten auf der linken Seite, the marketing and public relation has run amok to everyone's detriment. Also sie hatten tiefste Konflikte bei IBM und viele Leute haben es gewusst. Und das hat sich noch fortgesetzt. Beim Spiegelartikel sehen Sie hier die Röhm-Kliniken, die letzten, die ihn in Deutschland rausgeworfen haben. Ja? Und da hat der CEO, zitierbar im Spiegel, gesagt, er hatte schon seit einem Jahr das Gefühl, er investiert in Las Vegas. Ja, und ich meine, in der Krebstherapie ist es nicht richtig lustig. Und wenn man das jetzt mal anguckt, denkt man, und der Kommentar kommt auch, naja, es war vor 2 Jahren, aber jetzt sind sie besser geworden. Das war jetzt aus diesem Jahr. Und da sehen Sie auf der linken Seite, Kohn war ein Mitarbeiter, ein Wissenschaftler dort und fordert ganz klar, dass endlich ein Peer-Reviewed Assessment gemacht wird, also eine Bewertung von dem, was da eigentlich geleistet wird. Das geht immer unter in Marketing und Schlagzeilen. Da sehen Sie es nochmal ganz klar in dieser Sammlung. Wenn man das jetzt mal auf die deutsche Situation bezieht, dann gibt es da eigenartige Koalitionen. Zum Beispiel hat der Deutsche Ethikrat Ende 2017 auf 200 Seiten großenteils die Fehler abgeschrieben an der falschen Stelle, die ich Ihnen gerade eben in Kürze demonstriert habe. Sie sehen hier die unterstrichen Aussagen, mit der Menge der Daten steigen die Aussagekraft der Analyse und so weiter und so fort. Dann sehen Sie da oben Big Data Analysen über Institutionen, Bundesländer, nationale Grenzen hinweg, also vernetzt alles, steht da wörtlich drin, gibt es ein neues Wissenschaftsparadigma. Das Problem, was ich Ihnen von Mengen versucht habe zu erklären, dass die Erzeugung von Daten schon die Fehler generiert, die ich danach nicht mehr wegwischen kann, das wird mit keinem Satz dort zitiert. Und wenn man das jetzt mal auf der anderen Seite anschaut, den Hauptstadtkongress kennen Sie vielleicht, der hat von sich selbst eine sehr hohe Meinung, die meisten anderen, die mal da waren, nicht mehr. Da sehen Sie jetzt, und dann wird es wirklich schwierig, da sehen Sie im zweiten fettgedruckten künstliche Intelligenz, das Ganze soll jetzt doch endlich vom Assistenten zum Akteur werden. Wir haben heute Morgen immer wieder gehört, das Ganze soll unterstützend sein, aber nicht Chefrolle kriegen. Und wenn Sie da jetzt mal hinschauen, ja, dann sehen Sie, was das alles werden könnte, Digitalisierung und Vernetzung, aber es hakt, und dann kommt die unterstrichene Zeile, wegen des starren Datenschutzes, den niemand Geringeres als der Deutsche Ethikrat deshalb gerne reformieren würde. Und diese Tagung ist auch dadurch charakterisiert, dass sie sehr industriebeeinflusst ist. Und dann sehen Sie, dass da irgendwie Fronten zusammenkommen, wo einem wirklich ein bisschen schwummerig werden kann. Und dann sind wir wieder bei unserem Freund, dem Autor des Buchs Big Data. Und dann sehen Sie, das ist ein Vortrag, den können Sie auch noch finden auf YouTube. Mehr, mehr, mehr. Ja, ich habe es nochmal extra ausgedruckt und das ist über allem. Also macht die Grenzen weg, lasst uns ran an die Daten. Und dann sagen die meisten Leute, ich übertreibe, aber Sie sehen, das kann ich beliebig fortführen, das ist gegenwärtig der Treibsatz, wo Sie als behandelnde Ärzte wirklich in einer geschädigten und Opferrolle sind. Heute Morgen in dem einen Workshop war das ja ganz klar Thema, was können wir eigentlich tun? Aber sie sind wirklich in einer Mini-Rolle und solange nicht die Kammern und die großen Organisationen versuchen, dann eine Position zu kriegen,
sind Sie in einer ganz schlechten Situation. Damit der Kreis geschlossen wird, Sie sehen das Gesicht oben rechts. Erkennen Sie ihn? Der Autor des Buches Big Data ist jetzt in dem Digitalrat der deutschen Bundesregierung. Und da sehen Sie, auch der Spruch ist schon begeisternd, finde ich. Wir beraten nicht einfach, wir tun. Ja, das ist die Realität heute mit auf dem Niveau dort, dann sozusagen auf der Ebene des Bundeskanzleramtes beraten wird. Gut, jetzt bringe ich nochmal ein paar kleine Beispiele, nur einmal zeigen, wo das eigentlich steht. Das ist hier ein prämiertes Bioinformatik-Projekt in Stanford, dem Arzt zu helfen, welche Patienten, die stationär sind, für Palliativmedizin, weil ich wirklich jetzt fällig sind. Ich sage aber ganz bösartig, wenn man das rückwärts liest, ist es auch ein maschinisiertes Todesurteil. Ist ja für kurativ nicht mehr geeignet, dann werden die Kurativmediziner immer ganz böse. Aber es ist ganz ernst und das ist, die haben mit der Medizin nichts zu tun, das ist die Informatik. Das gleiche sehen Sie hier, Guardian vor ein paar Tagen, automatisierte Armut. Da werden die Sozialzuweisungen, also Sozialhilfe und so weiter und so fort, nicht nur ausgerechnet, nachdem der Status bestimmt wurde, sondern auch der Status bestimmt mit künstlicher Intelligenz. Und zwar, wie Sie da oben sehen können, bei einem von drei der untersuchten Gemeinden und Städte. Dann sehen Sie hier Alterspflegeheim, drei Herren. Ich hatte da zufällig gerade vorher einen Totalausfall meiner eigenen Telefon- und Internetanschlüsse und rief dann bei der Telekom an und hörte als erstes 90 Minuten Wartezeit. Dann habe ich bei einer der Veranstalter mal gefragt, wollen Sie verantworten, dass diese Herren jetzt 90 Minuten im eigenen Exkrementen mit der Hotline kämpfen? Und da gab es natürlich betretenes Schweigen, aber auch die Frage, ob ich mich dagegen stelle, dass jetzt zum Beispiel der Pflegenotstand nicht auf diese Art und Weise bewältigt werden soll. Und da kann ich nur sagen, meine persönliche Sichtweise der Dinge ist, auf die Art und Weise sollte er nicht gelöst werden. Gut, KI in Zukunft. Wir haben tolle Beispiele für KI. Und da kommt es hier sogar schon in der Titelzeile vor. 737, Max, kennen Sie? Ja, AI ist Artificial Intelligence. Und dort ist das passiert, was nicht passieren sollte. Der Mensch ist entmachtet worden, sozusagen die Herrscherrolle ist von der KI übernommen worden. Und die Piloten in dem äthiopischen Flugzeug, die wussten ziemlich sicher 5 Minuten, dass sie sterben werden. Und dann fragt man sich natürlich, das war ja eigentlich scheinbar von Boeing ein kleines Problem. Wieso kann man das nicht in 6 Monaten lösen, wenn es ein kleines Problem war? Und jetzt habe ich natürlich vortragsfreundlich gestern den Kracher geliefert gekriegt. 2016 gab es die ersten E-Mails von Piloten von dem Flugzeug, die haben schon gesagt, das stimmt was überhaupt nicht. Und diese E-Mails sind jetzt geheim gehalten worden, die letzten Monate bei den Untersuchungen, und jetzt mussten sie herausrücken, weil sie sie zufällig gefunden haben. Und ich sage auch schon seit Monaten, wieso ist eigentlich noch keine Untersuchungshaft von den Managern, die es gemacht haben. Und das scheint jetzt zu bröckeln. Und das ist KI in der schlechtesten Form. Und wenn ich diese Form von KI im Krankenhaus habe, ist das aus meiner Sicht nicht mehr witzig. Das Beispiel kennt fast keiner. Da hat man dieses Schiff modern im Touchscreen gesteuert. Und irgendwann hatte jemand entweder fettige Finger oder kam gerade aus dem Kalten. Das hat die Steuerkommandos nicht mehr angenommen. Und da kam ein großer Container von hinten angerauscht und die sind reingefahren und 10 Tote. Und womit wir immer getrieben werden, das ist die Überschrift hier, Deutschland fällt weiter zurück. Und das ist immer diese Sandwich-Position, China, Silicon Valley. Und als Beispiele, heute Morgen kam auch, glaube ich, Lettland noch vor, immer Lettland, Estland, also die Baltischen oben und Israel. Die Beispiele, die passen nicht, weil das kleine, homogene, völlig anders gesellschaftlich orientierte Länder sind. Für China zeige ich gleich, wo es hingeht. Und in Silicon Valley hakt es gerade gegenwärtig massiv, weil die überall sehen, dass es so, wie sie es sich vorgestellt haben, nicht weitergeht. Und das ist wieder vortragstechnisch ideal. Gestern Abend in der Süddeutschen Zeitung. Wer jetzt eine neue Handynummer in China braucht, der muss vorher sein Gesicht scannen lassen. Ja, und dann sind sie da, wo wir vielleicht nicht hinwollen. Gut, das kann ich Ihnen allen liefern. Als Fazit nochmal die Eckpfeiler. Diese Datenhörigkeit, die uns dauernd weisgemacht wird, die ist nicht die Lösung, sondern die ist der Anfang einer Nutzengenerierung
die funktionieren kann, aber so wie sie gegenwärtig angegangen wird, nicht funktionieren wird. Wir werden gegenwärtig dauernd davon überrollt, dass alles neu ist und jetzt ab sofort ist alles besser. Das ist auch grober Unfug. Zum Beispiel ist das erfolgreichste Experiment gewesen, Digitalisierung durchzuführen, MP3, 1982. Wir haben alle unsere kleinen Musikgeräte, weil es gelungen ist, analog von den Vinylscheiben irgendwie so zu zerhacken, dass es immer noch gut klingt und in diese kleinen Umfänge reinpasst. Aber im Prinzip gibt es den Begriff KI seit den 50er Jahren, 1950er Jahren. Und die gesellschaftliche Seite, also da ist China ein extrem negatives Beispiel. Wenn Sie jetzt zum Beispiel bei einer Ampel rot rübergehen und dann über Sozialbonus irgendwann Urlaub gesperrt kriegen, automatisch, und das ist nicht ausgedacht, dann ist es, glaube ich, nicht das, wem wir nacheifern wollten. Und die entscheidende Frage, und das macht sich an dem Boeing-Beispiel sehr gut klar, ist, und das haben Sie auch gesehen vorher vom Hauptstadtkongress, wollen wir eigentlich Knechte, und das war morgen eigentlich unisono hier der Ton, Unterstützung, oder ziehe ich mir Herren ran? Das ist teilweise in den selbstverliebten Vorstellungen von den CEOs in Silicon Valley durchaus drin. Und das ist, glaube ich, die Stelle, wo wir auch bei uns eine entscheidende gesellschaftliche Diskussion brauchten. Und ja, wo führt die ganze Reise hin? Wir müssen sowohl auf der menschlichen wie auch auf der technischen Seite mit Intelligenz und Dummheit leben. Und das wird noch alles ziemlich spannend. Und ob wir jetzt gerade wollen, dass wir eine Empathie-App haben, statt vielleicht doch mal eine Hand auf dem Arm, das ist meine persönliche Sichtweise, ich würde lieber die Hand auf den Arm nehmen. Das war jetzt ein paar Fortschritte durch diese Welt und ich kann alles belegen, wenn Sie davon noch was haben wollen und könnte auch noch viel mehr erzählen, aber das hat, glaube ich, erstmal gereicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.